Weil das ist wirklich die Idee hinter Kein Ding, diese Natur erkennen zu lernen und erkennen zu lernen, dass wir alle eine Natur haben. Und dass eigentlich wir hier sind, um andere besser verstehen zu lernen, deren Natur wirklich erkennen zu lernen, um uns dadurch wirklich selber erkennen zu lernen. Weil das ist ja eigentlich das Ultimative, die Reise, sozusagen ins gelobte Land, die Reise führt nach innen. Da finden wir das Königreich. Da finden wir ja, unsere wirkliche Natur, unsere authentische Natur, die uns mit allem verbindet, mit jedem verbindet. Was uns auch alle verbindet, ist natürlich die menschliche Erfahrung und wie das für uns alle ist. Und wie wir auf unserem eigenen Leidensweg oder Lernensweg durch viele Enttäuschungen auch, natürlich einige gute Erfahrungen und wir alle streben nach diesen guten Erfahrungen. Aber eigentlich ist es ja wirklich der Punkt der Schule des Lebens, oder auch Kein Ding wirklich, ist der Punkt wirklich von Erfahrung zu lernen, einfach zu lernen. Vor allen Dingen von schwierigen Erfahrungen. Unsere eigene Lebenssituation, unsere eigene Natur, wie wir uns da entwickelt haben. Und wir alle haben da unser eigenes Potenzial, unsere eigenen Talente, unsere eigenen Vorlieben, die Dinge, die wir gut machen, die wir auch gerne machen. Und natürlich dann auch das, was schwierig für uns ist. Unsere eigenen Abneigungen und auch unsere Schattenseite. Weil das ist ja wirklich der Punkt, sich wirklich klar zu sehen und wirklich zu erkennen, dass das oft, wenn wir gereizt werden, wenn uns was außerhalb von uns irritiert, mit unseren Mitmenschen, hat das ja eigentlich mit der Situation außerhalb von uns zu tun oder der Person außerhalb von uns überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, wie wir unseren eigenen Schatten auf Dinge projizieren, weil wir kennen diese Seite in uns nicht. Wir wollen diese Seite nicht wahrnehmen, weil wir alle wollen uns ja gut fühlen. Und wir alle wollen uns ja nur mit Menschen umgeben, die uns ein schönes Spiegelbild von uns wiedergeben. Wir alle kämpfen ja unsere eigenen Kriege, sozusagen. Und die Kriege in der Welt sind ja eine Projektion davon. Weil wir sind damit aufgewachsen, mit der Ungerechtigkeit, mit dem Streben nach was Besserem für uns selber. Wie wir alle waren als Kinder, wie wir alle das waren. Weil Kinder wissen genau, wer sie sind. Und Kinder sind frei. Und Kinder sind offen. Und Kinder sind Liebe. Und Kinder sind Gott. Kinder Gottes. Wir alle sind das eigentlich immer geblieben. Nur wir haben uns dann wegentwickelt von dieser natürlichen Verbindung. Wir haben ja gelernt, unnatürlich zu sein. Wir haben uns sozusagen über die Natur hinweggesetzt, um die Natur zu kontrollieren, zu manipulieren. Wir haben uns seit dem Anfang der Geschichte von der Natur abgesondert, weil wir sind in dem Bewusstsein der Welt gefangen, das uns alle kontrolliert, das alles steuert. Und das ist diese Matrix, diese Maschine, das System, dem wir alle dienen, die Religion, die Politik, die Wirtschaft, vor allen Dingen die Wirtschaft. Dass wir alle nach Profit suchen. Wir alle wollen Profit machen. Geld regiert die Welt. Ja, die Macht über andere, die ausgeübt wird und die immer das Problem, das immer existierte, diejenigen, die alles kontrollieren und die Mächtigen, die mehr Macht an sich reißen und die sind von dem Profit geblendet, die wollen nur Profit machen. Aber so ist es ja schon immer gewesen. Und das ist ja nicht das Problem, das ist ja nur das Symptom eines tieferen Problems. Wir sind gegeneinander gestimmt, wir sind getrennt voneinander. Wir leben in einer unterschiedlichen Wirklichkeit, in einer unterschiedlichen Realität. Wir alle folgen unserer eigenen Wahrheit. Und wir wissen nur, was wahr für uns ist, was wir denken. Meine Natur, mein Ding ist mein Ding. Ich kenne dein Bewusstsein überhaupt nicht, deine Realität und deine Weltanschauung. Das ist dein Ding. Und für dich selber ist das wahr. Und du lebst in dieser Realität, genauso wie ich in meiner eigenen Realität lebe. Und das ist auch sogar für einige Zwillinge, die alle leben in ihrer eigenen Realität. Aber in Familien, in der Nachbarschaft, in der Stadt, verschiedene soziale Gruppen, jemand von einer völlig anderen Religion und mit einem anderen Glauben, einer anderen Überzeugung, einer anderen Lebensweise. Und wir sollten das alle umarmen, wir sollten das nicht kritisieren. Wir sollten uns eigentlich alle verstehen lernen und zu erkennen, dass wir alle das sind. Wir alle sind Natur, wir alle kommen von Natur, wir alle sind eins. Und der Weg
der uns dahin begleitet, oder die, ja, was uns dahin begleitet, ist die Liebe. Ist die Liebe wirklich, andere verstehen zu wollen, sich mitzuteilen, sich zu öffnen und etwas zu erschaffen in der Welt. Das wirklich auch hier ist, anderen zu helfen. Und das ist auch kein Ding, wirklich zu lernen, mehr natürlich zu sein. Lernen ist eigentlich eine ganz natürliche Sache. Das Lernen über wirklich meine eigene Natur, mich selber kennenzulernen, indem ich andere Menschen wirklich kennenlerne, mich denen gegenüber wirklich öffne, präsent mit denen bin, jetzt mit denen bin. Das Jetztsein ist auch wirklich dieses Einssein. Das ist wirklich, ja, das ist unsere natürliche, also sind wir natürlich, als wir in die Welt kamen. Kinder sind natürlich im Jetzt. Wir werden natürlich da rausgenommen, weil wir lernen, für morgen zu studieren und aufzupassen und Notizen zu nehmen, um dann in die nächste Klasse versetzt zu werden. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann können wir spielen und so wachsen wir auf. So wird unser Leben strukturiert und eigentlich dadurch auch wird unser Leben kontrolliert. Dadurch werden wir unfrei. Unsere Natur, unsere wirkliche Natur. Das zu wirklich zu erkennen, ist wirklich der Punkt von kein Ding. Ich bin frei. Ich bin Frieden. Ich bin Liebe. Ich bin Bewusstsein. Und ich kann mein eigenes Bewusstsein steuern. Dadurch kann ich mich, indem ich mich selber verändere, verändere ich positiv die Dinge um mich herum. Und wie man das machen kann und nicht nur wie man das lernen kann, aber dann das wirklich zu praktizieren, und das ist eine Tag für Tag, regelmäßig die Praxis, da an dieser Praxis anzufangen und was eigentlich wirklich der Punkt ist. Das ist wirklich das, ist wirklich zu wissen, was es war, was ist wirklich, was kann ich verändern? Wie kann ich Dinge verändern, indem ich mich selber verändere? Kein Ding. Ich bedanke mich und würde mich super freuen, von Ihnen zu hören. Alles Gute.